Willkommen bei BAD. Sicher arbeiten, gesund leben. Deutschland, Europa und die ganze Welt stecken in einer tiefen Krise, in der Corona-Krise. Ein Virus, das völlig unbekannt und neu ist, hat unsere Gesellschaft lahmgelegt. Schulen, Kitas, viele Geschäfte auf lange Zeit geschlossen, Kontakte sehr stark eingeschränkt. Viele leben auch in Isolation. Das alles macht Angst. Ungewiss, wie es weitergeht. Eine Ausnahmesituation. Wie reagieren aber Menschen auf Ausnahmesituationen? Und wie können wir durchaus auch positiv mit einer Krise umgehen? Darüber wollen wir heute mit Diplompsychologin und Beraterin Gesundheitsmanagement bei BRD, Silvia Kauritsch, sprechen. Und damit willkommen zum Podcast der BRD. Willkommen, Frau Kauritsch. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast sind. Dankeschön. Ja, erste Frage an Sie, Frau Kauritsch. Die einen leben ja ihr Leben wie gewohnt weiter, als ob nichts wäre. Die anderen tätigen Hamsterkäufe und decken sich mit Mundschutzmasken ein. Zu welchem Typ gehören Sie denn? Ja, eigentlich zu keinem von beiden. Ich hamster insofern, dass ich schaue, mein Leben ist ein neues. Die Familie muss mit Essen tagtäglich versorgt werden. Das heißt, auch unsere Familie kauft jetzt ein bisschen mehr ein als sonst, um zumindest die Grundnahrungsmittel auch zu haben, um dann tolle Familienmahlzeiten auch zaubern zu können. Das ist auf jeden Fall sozusagen eine Veränderung zu der sonstigen Situation. Insofern gucke ich auch, dass ich meine Routinen, die mir gut tun, weiter fortführe. Warum ist denn überhaupt diese Corona-Pandemie eine Ausnahmesituation für uns Menschen? Ja, also diese Situation ist insofern eine Ausnahmesituation, weil sie uns unvorbereitet trifft. Gott sei Dank passiert sowas ja nicht tagtäglich, so eine Ausnahmesituation. Und doch sind wir als Menschen im Verlauf unseres Lebens immer mal wieder mit Ausnahmesituationen auch konfrontiert. Das können Dinge sein wie ja eine schwere plötzliche Erkrankung eines geliebten Menschen aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, ein unverhoffter und plötzlicher Unfall, ein Todesmoment, der uns widerfährt. Wir Menschen haben natürlich so Grundbedürfnisse und eines unserer wichtigsten Grundbedürfnisse ist das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle. Und heute mit Corona haben wir natürlich auch überhaupt nicht die Kontrolle über die Situation. Wir haben eigentlich auch das Grundbedürfnis nach sozialen Kontakten zu Freunden und auch da sind wir erstmal zumindest physisch abgeschnitten und das ist ganz normal, dass da irgendwie Ängste und Sorgen in uns aufkommen. Sie haben gerade schon ein bisschen beschrieben, wie Menschen auf diese aktuelle Ausnahmesituation reagieren, wenn sie in Isolation leben, also ihre sozialen Kontakte nicht mehr pflegen können, wenn der Alltag irgendwo nicht mehr normal ist. Welche Extreme beobachten Sie gerade in unserer Gesellschaft? Ja, also dieses Reaktionen sind sehr unterschiedlich, weil wir Menschen auch sehr unterschiedlich sind. Ne? Es kann zum einen sein, dass ich das total verdränge und dass ich mich damit überhaupt nicht konfrontiere, dass ich das Gefühl habe, ich bin jung, ich bin wild, mir kann nichts passieren, ich war noch nie krank in meinem Leben und mich wird es irgendwie auch nicht treffen. Das ist eine, ja vielleicht, wenn man sich das auf so ein Kontinuum auch anguckt, eine Seite des Phänomens, wie ich damit umgehen kann. Und die andere Seite kann natürlich sein, ja, dass ich wirklich Ängste entwickle und bis zur Panik, die mir dann in dem Moment als Schutzmechanismus auch dient. Sie haben Angst und Panik gerade genannt. Was ist denn überhaupt der Unterschied dazwischen? Angst ist zum einen erstmal so ein evolutionärer Schutzmechanismus, der uns in Gefahrensituationen aktiviert. Das braucht auch so seine Zeit, dass wir uns erstmal auch an diese Situation auch gewöhnen. Und dass wir einen guten Umgang finden, weil erstmal dieses Angetriebensein kann uns auch dazu helfen, dass wir einfach unser Handeln reflektieren und gucken, was ist jetzt hilfreich. Ja, hilfreich ist es jetzt beispielsweise, die Infektionskurve flach zu halten. Und so eine mäßige Angst kann mir dazu helfen, mich auch präventiv gut zu verhalten. Das heißt, mir regelmäßig meine Hände zu waschen, zu Hause zu bleiben. Also diese Angst hat auch was Förderliches und kann mich und andere gleichzeitig auch schützen. Panik hingegen, ja, das ist vielleicht auch wieder, wenn man sich das Kontinuum auch anguckt, einfach nochmal so eine Überdosierung. Panik ist hoch ansteckend, das versetzt uns in irrationales Verhalten bis zu katastrophalen Denken. Und wenn Menschen so gedanklich in die Enge getrieben werden, führt es natürlich auch dazu, dass man manchmal irrational handelt.
und zu welchen irrationalen Handlungen Menschen momentan ja so veranlasst sind. Das kann man ja auch ganz gut beobachten, indem man die leeren Regale im Supermarkt auch beobachtet und schaut, okay, warum sind jetzt alle Nudelvorräte aufgekauft? So viel Nudeln kann doch kein Mensch im ganzen Leben essen. Aber zumindest ist es so, unser Grundbedürfnis nach Kontrolle und nach Schutz und nach Sicherheit, dass wir erstmal das Gefühl haben, wir haben was und dann kann uns auch erstmal nichts passieren. Aber wie gesagt, auf die Dosis kommt es sehr stark an. Was macht denn dieses Gefühl mit uns? Bei einigen sind sie sicherlich ähnlich, bei anderen sind sie unterschiedlich, weil auch da ist es so, dass wir als Mensch unterschiedlich auf die gleiche Situation auch reagieren. Das heißt, körperlich unterschiedliche Reaktionsweisen haben. Beispielsweise kann es bei einer Person vorkommen, dass sie das eher im Kopf spürt, dass es irgendwie einen Spannungskopfschmerz gibt oder es kommt schneller zu einer Migräneattacke. Bei den anderen ist es eher das Bauchgrummeln, Magengrummeln. Das kennen Sie vielleicht auch so vor Prüfungen oder kurz bevor Sie den Flieger steigen, dass Sie dann merken, oh, ich muss nochmal auf Toilette, weil es irgendwie so grummelt. Das kann auch mit vermehrtem Harndrang beispielsweise auch zu tun haben. Das kann tatsächlich diese körperliche Stressreaktion sein. Auf anderen Ebenen kann es das Herz sein, dass Sie das Gefühl haben, okay, mein Herzschlag höre ich jetzt ganz intensiv und ganz laut. Oder es kann sich natürlich auch in ihrer Muskulatur manifestieren, weil wir wissen alle, wenn wir angespannt sind, dann ist die Muskulatur eher angespannt als entspannt. Und insgesamt kann es natürlich dazu führen, dass ich mich dann auf körperlicher Ebene sehr unwohl fühle und dass ich vielleicht dann auch unentspannt ins Bett gehe und die Sorgen des Tages dann auch in den Schlaf mitnehme und dann entsprechend auch einen gestörteren Schlaf- und Erholungsrhythmus dann auch habe. Sie haben mir im Vorgespräch versprochen, dass Sie Tipps und Empfehlungen mitgebracht haben, wie wir alle irgendwo positiv mit der jetzigen Ausnahmesituation umgehen können. Ich halte natürlich mein Versprechen, weil das Thema der Selbstfürsorge ist für mich in dem Moment ganz wichtig. Und zum Thema der Selbstfürsorge gehört es natürlich auch zu wissen, ja, möglicherweise bin ich infiziert, möglicherweise war ich in einem Risikogebiet, möglicherweise hatte ich auch Kontakt zu einer Person, die betroffen ist und ich bin erkrankt. Dann mir erstmal das Bewusstsein zu holen, ja, ich bin hier auch in Deutschland und hier ist erstmal die medizinische Versorgung bei Weitem viel, viel besser als in anderen Teilen unserer Welt und dass eine Erkrankung nicht gleich bedeutet, dass ich daran auch sterben werde. Ne? Es ist also kein Todesurteil, sondern einfach zu gucken, ja, wie kann ich da gut für mich sorgen? Und da ist für mich das Thema der sozialen Medien ganz wichtig. Also die Frage, ne, muss ich mir die Paniknachrichten tagtäglich anhören und muss ich mich mit Schwörungstheorien auch beschäftigen? Wie macht man das denn heutzutage überhaupt? Ich denke, jeder von uns ist irgendwo bei Facebook, bei Twitter und wie die Kanäle alle heißen. In den Nachrichten läuft Corona rauf und runter. Also wie kann ich mich davon befreien, ganz konkret nachgefragt? Das ist sicherlich eine sehr, sehr hohe Herausforderung in diesen Zeiten. Wie kann ich da gut für mich sorgen? Weil auch da bin ich in so einem inneren Dilemma. Der Mensch ist dann irgendwie auch versucht, ganz viel Information auch einzuholen, weil Informationen mir auch erstmal Sicherheit geben. Wichtig ist, dass wir uns dann seriöse Quellen und offizielle Verkündungen auch anhören und beispielsweise nur Nachrichten der WHO, die sehr seriös sind, oder vom Robert-Koch-Institut in dem Zug auch anhören. Jetzt haben Sie aber noch weitere Tipps für den Alltag, was ich also jeden Tag versuchen sollte zu beherzigen, damit ich gut durch den Tag komme. Ja, ach, da sind wir Gott sei Dank wissenschaftlich auch gut aufgestellt, dass wir mittlerweile wissen, welche Verhaltensmaßnahmen und mentalen Strategien können da ganz hilfreich sein, mit diesen Ängsten umzugehen. Und da ist es wichtig natürlich, erstmal auch die Sorgen und die Ängste auch ernst zu nehmen und zu gucken, ja, dass sie nicht die Übermacht über mich behalten, sondern dass sie da sind, dass ich sie auch in mein Leben integriere, aber dass ich auch das Gefühl nicht verliere, sie steuern mich. Also das ist vielleicht so das Allerwichtigste, das Gefühl, ich bin selbstwirksam und ich kann was tun. Wichtig in dem Zusammenhang ist zunächst, wenn wir uns auch angucken, was sagt eigentlich die sogenannte Resilienzforschung dazu, also die Forschung zum Thema, was trägt zur psychischen Widerstandsfähigkeit dabei, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das Thema des Akzeptierens. Also es geht um radikale Akzeptanz
ist es normal, dass uns die Situation aktuell verunsichert und deswegen auch die Konzentration auf die Sachen, die wir beeinflussen können. Unsere Gefühle, die jetzt irgendwie auch zahlreich sind, dass wir die ernst nehmen und eher gucken, ja, wofür sind diese Gefühle auch da und wie kann ich mir dann so ein inneres Ventil auch bilden? Wie kann ich das auch rauslassen? Weil die sind da, ich kann sie nicht negieren. Und da geht es darum zu gucken, was kann ich persönlich für mich tun. Und ja, so ein Ventil kann natürlich das Sporttreiben sein, wo ich das Glückshormon Dopamin ausstoße. Es kann die Gartenarbeit sein, wo ich irgendwie ein tiefes Loch grabe und mich da körperlich verausgabe. Es kann aber auch sein, dass ich mich an mein Klavier setze, an dem ich schon lange nicht gesessen habe. Wie kann man jetzt überhaupt zu einer zu einem strukturierten Tag kommen? Gerade was das Arbeitsende anbelangt, ist es ja so im Homeoffice laut Studien, dass es vielen schwierig fällt, insbesondere denen, die noch nie Homeoffice gemacht haben. Ja, da ist unsere Kreativität wieder stark gefragt, für uns neue Dinge auch auszuprobieren. Und da die Tagesstruktur, die Sie erwähnt haben, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Insofern ist es wichtig, einen guten Start zu haben in den Tag, sich vielleicht auch eine feste Zeit vorzunehmen. Und den Tag mit kleinen Häppchen, mit Glückshäppchen quasi vielleicht auch zu befüllen, sei es jetzt eine kleine Sporteinheit, die sie zwischendurch machen, sei es auch einfach nur mal kurzes Fenster aufzureißen und mal tief durch zu atmen. Und sie sagten ja auch, uns fällt es nicht leicht, teilweise, oder Studien besagen, dass es nicht so leicht ist, nicht zu Hause hocke, immer weiter zu arbeiten. Weil da muss ich vielleicht nicht ausstempeln, da wartet auch keiner auf mich, dass ich nach Hause komme, weil ich bin ja schon da. Also es gibt keine richtige Motivation da sich von dem zu lösen. Aber auch da wäre mein Plädoyer, dass man auch da ganz bewusst festlegt, wann möchte ich aufhören, dass es an die anderen Mitglieder auch kommuniziert wird und sich so ein kleines Ritual vielleicht auch überlegt, auch als Familie, wie wollen wir unseren Schultag, unseren Arbeitstag auch gemeinsam ausklingen lassen. Sie haben die Familienmitglieder vorhin schon genannt, mit denen man jetzt deutlich enger zusammenlebt. Wie ist es aber generell mit sozialen Kontakten, die man ja jetzt im Augenblick leider nicht sehen kann und darf? Wie halte ich den Kontakt zu denen aufrecht? Auch da wissen wir aus der Forschung sehr genau, dass soziale Kontakte sehr zuträglich sind für unsere Gesundheit. Deswegen ist auch da die Kreativität sehr stark gefordert. Beispielsweise sich dann regelmäßig mit der Großmutter, die man gerade nicht treffen kann, dass man sich mit ihr zum digitalen Austausch verabredet. Unser Thema heute ist ja auch das Thema der Angst. Insofern auch nochmal ein Plädoyer dafür, über Angst sollte man reden. Und auch da wichtig, dass die Kontakte zu nutzen, die sie ohnehin haben in ihrem Freundeskreis und auch das ruhig zu thematisieren, dass man Ängste und Sorgen hat und dass sie aber auch gucken, wen sie da auch anrufen. Vielleicht Menschen, die jetzt momentan mehr Zuversicht ausstrahlen als andere Menschen, die vielleicht die ganze Zeit in so eine Problemtrance gelangen und gar nicht mehr das Positive sehen. Es kann im Augenblick noch weiter helfen, wenn ich eher ein ängstlicher Mensch bin. Welchen Tipp haben Sie vielleicht noch? Was uns immer hilft im Leben, ist, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen. Dass wir uns überlegen, ja, was kann ich denn gut, was gelingt mir, welche Ressourcen habe ich auch, um mit krisenhaften Situationen gut umzugehen. Und wir alle Menschen sind in unserem Leben bestimmt schon durch kleinere oder größere Krisen auch gegangen. Und da auch nochmal die Zeit zu nutzen, ja, die Zeit zur Selbstreflexion und zu gucken, okay, was ist mir eigentlich schon in meinem Leben widerfahren und wie ist es mir gelungen, aus der Situation rauszukommen? Waren es wertvolle Gespräche gewesen, die ich geführt habe, die mich in der Situation unterstützt haben? Oder welche der anderen Fähigkeiten haben mir dabei geholfen? Habe ich vielleicht auch angefangen, meine Gedanken zu verschriftlichen? Habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben? Also besinnen Sie sich auf die Dinge, die Sie im Leben schon gut bewältigt haben. Ein letzten Tipp haben Sie mir vorher schon verraten, sind jetzt, auch wenn man vorher nichts damit zu tun hatte, mal auf Entspannungs- oder Achtsamkeitsübungen einzugehen. Wenn wir gestresst sind, ja, wissen wir auch, wie wir atmen. Ja, wie atmen wir eigentlich? Wir atmen flach, wir atmen in die Brust hinein. Das ist eher unsere Stressatmung, das ist eher die Atmung, wenn wir ängstlich sind. Unser Ziel ist es ja zu gucken, wie wir auch in der Situation einen kühlen Kopf behalten. Das heißt, was ist hilfreich? Und da können wir über unseren Körper ganz gut auch auf unseren Geist Einfluss nehmen. Das ist das Thema des tiefen Atmens.
Also eine kleine Übung, die nicht viel Zeit braucht, ist einfach, sich ganz bewusst mal die Hand auf den Bauch zu legen und zu gucken, wie schaffe ich das, in meine Hand reinzuatmen. Also einfach wahrzunehmen, wie atme ich, wenn ich entspannt bin und wie atme ich, wenn ich angespannt bin. Wissenschaftlich fundierte Verfahren, die ja eine nachweislich entspannte Wirkung haben, ist beispielsweise die progressive Muskelentspannung nach Herrn Jacobsen oder auch das autogene Training. Yoga gehört dazu. Und da wäre mein Rat immer, schauen Sie auf der Seite Ihrer Krankenkasse oder schauen Sie im Netz nach kleinen Videos, nach kleinen Anleitungen und probieren Sie Dinge aus. Und auch da, das kann man ganz gut verknüpfen zu meinem vorherigen Punkt, soziale Beziehungen zu fördern und auf diese nicht zu verzichten. Verabreden sich beispielsweise mit Ihrer Freundin oder mit Ihrem Freund dazu, gemeinsam eine kleine Sport- oder Entspannungsübung zu machen. Jetzt haben Sie uns ganz viele Tipps schon genannt. Was tun Sie selbst denn für Ihr persönliches Wohlbefinden in dieser jetzigen Krise? Mir persönlich helfen Rituale ungemein und auch die neuen Rituale, die jetzt ins Familienleben dazukommen. Das ist bei uns beispielsweise, dass mein Sohn und mein Mann gemeinsam angefangen haben zu joggen. Und ich freue mich schon tagtäglich für sie, dass sie gemeinsam rausgehen. Und ich freue mich gleichzeitig für mich selbst, weil ich in der Zeit sozusagen auch Ruhe habe, um meine Gedanken frei zu sortieren. Ansonsten, was tue ich sonst? Sonst mache ich ja regelmäßig Spaziergänge an einem See, eigentlich fast tagtäglich. Und das ist der Moment, wo ich jetzt anfange, die Natur stärker zu beobachten. Jetzt ist gerade so die schöne Zeit der sich verändernden Natur. Ich bleibe gerne stehen und habe kürzlich einfach mal zwei Spechten auf einem Baum zugeschaut und dachte, ach, wie schön ist das, dass du nicht unter Zeitdruck stehst, sondern du kannst diesen Moment einfach genießen. Können Sie noch zum Abschluss kurz sagen, wie BRD dabei unterstützt, die Angst vielleicht in dieser Krise zu reduzieren? Ja, also da genau sind meine Kollegen und ich sozusagen bundesweit sehr aktiv. Zu unserem Angebot gehört ja schon immer die psychosoziale Beratung. Das nennt sich Employee Assistance Program. Dabei handelt es sich um eine psychosoziale Beratung, sowohl für Beschäftigte als auch für Führungskräfte, die zum einen telefonisch laufen kann, zu Nicht-Corona-Zeit auch persönlich oder momentan auf Distanz oder auch online. Und da können sich Beschäftigte in einem vertraulichen Gespräch an uns wenden und auch über ihre Sorgen und über ihre Ängste auch sprechen und dass wir mit ihnen gemeinsam nach Ressourcen, nach Stärken auch gucken, wie sie durch diese Krise auch weiterkommen, dass wir einfach auch gemeinsam im Gespräch versuchen, dass die Aufmerksamkeit auf das Positive im Leben zu lenken und zu gucken, ja, was läuft gut, damit uns die Angst auch nicht übermannt. Und das ist ein tolles Angebot, ja, was viele Mitarbeiter und Führungskräfte in dieser Krise auch nutzen. Denn gerade Führungskräfte sind natürlich auch verunsichert. Jetzt sind alle meine Mitarbeiter im Homeoffice. Und wie gelingt es mir als Führungskraft auch guten Kontakt zu halten, damit ich merke, wie es meinen Beschäftigten geht. Und da können wir schon gemeinsam nach guten Lösungen in einem persönlichen Gespräch auch beitragen. Wir haben jetzt gehört, dass jeder von uns mit dieser Ausnahmesituation wie dieser Corona-Pandemie sehr unterschiedlich umgeht. Die einen lassen sich kaum etwas anmerken, strukturieren ihren Tag so gut es geht. Die anderen geraten vielleicht eher in Panik und schaden vielleicht auch ihre Gesundheit damit. Die gute Nachricht haben wir gerade eben von Frau Kauritsch gehört. Jeder von uns kann einfache Tipps beherzigen, um etwas positiver mit Krisen umzugehen. Das war Silvia Kauritsch, Diplompsychologin und Beraterin Gesundheitsmanagement vom BRD. Frau Kauritsch, vielen Dank, dass Sie da waren. Besten Dank auch für das gute Interview. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem BRD-Podcast. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.